Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Mit ÖVP-Chef Nehammer sind die diesjährigen ORF-Sommergespräche heute zu Ende gegangen. Kickl macht Angst, sagt Nehammer. Mit Kickl will er nicht regieren, aber die FPÖ sei eine heterogene Partei. Die erste Analyse zum Sommergespräch mit dem Politologen Peter Filzmaier und Standard-Journalistin Petra Stuiber live im Studio. Rechtsfolgen nach dem Triumph der AfD, mit der keine andere Partei koalieren will, wird die Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen extrem schwierig. Langes Löschen wegen eines Waldbrands, muss in Gänserndorf bei Wien eine Wohnsiedlung evakuiert werden. Es brennt noch immer, die Löscharbeiten werden bis morgen dauern. Die ORF-Sommergespräche gingen heute wie immer mit der stärksten Parlamentspartei zu Ende, also mit dem Bundesparteiobmann der ÖVP. Und erster will Karl Nehammer auch nach der Wahl bleiben. Das hat er im Interview mit Martin Thür mehrfach gesagt. Das wird nicht ganz einfach. In allen Umfragen liegt die ÖVP seit vielen Monaten deutlich hinter den Freiheitlichen zurück, auch wenn der Abstand bei der EU-Wahl im Juni dann kleiner war. Um Nehammers Verhältnis zur FPÖ und ihren Chef ging es heute natürlich auch, aber begonnen hat das Sommergespräch mit dem Wirtschaftsprogramm der ÖVP, die ja ohne Steuererhöhungen und ohne Sparpaket das Budget sanieren will, was viele Ökonomen bezweifeln. Ich muss die Kombination halten. Ich muss halten zwischen Stabilität des Budgets und gleichzeitig Investitionen zulassen in Österreich, damit eben das Wirtschaftswachstum, das ist der wahre Erfolgsschlüssel. Wir brauchen 2% Wirtschaftswachstum pro Jahr, um eben hier mehr Einnahmen zu generieren und vor allem Arbeitsplätze für die Zukunft abzusichern. Das heißt, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es geht nicht mit Einzelmaßnahmen alleine. Es braucht einen systemischen Zugang und es braucht eben die Transmission, also den Übergang zwischen struktureller Förderung, Garantien und Steuergutschriften. Und das ist ein Prozess, da muss man sich genau anschauen, wo kann das am besten greifen. Aber ich halte es für realistisch. Und wir wollen natürlich auch dieses letzte Sommergespräch live hier im Studio analysieren mit dem Politologen Peter Filzmaier. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Und der stellvertretenden Chefredakteurin des Standard, Petra Stuiber. Guten Abend, danke fürs Kommen. Frau Stuiber, diese Debatte zum Budget- und Wirtschaftsprogramm ging ja über mehrere Minuten. Martin Thür hat mehrfach versucht, konkrete Details vom Kanzler zu erfragen. Wie überzeugend war der ÖVP-Chef denn bei diesem Thema für Sie? Nun, wie soll ich sagen, er hat mehrfach davon gesprochen, dass der Kuchen vergrößert werden soll. Wenn Sie jetzt privat einen größeren Kuchen backen wollen, dann müssen Sie mehr Eier, mehr Zucker, mehr Mehl einkaufen. Das heißt, Sie müssen mehr Mittel einsetzen. Wenn Sie aber insgesamt nicht mehr Geld dafür zur Verfügung haben, müssen Sie irgendwo anders sparen. Ein Steak weglassen oder vielleicht die Popcorn oder was auch immer. Und das ist genau der Punkt, den er schuldig geblieben ist. Martin Thür hat sich sehr bemüht, aber es war wirklich nicht herauszufinden, wo könnte gespart werden. Und sagen wir mal so, es ist insofern nicht verwunderlich, als dieser Staat gibt 33,3 Milliarden Euro an Subventionen aus. Hinter diesen Subventionen stehen konkrete Leistungen für Familien, für Unternehmen, was auch immer. Sie steigen irgendjemanden auf die Füße, wenn sie sagen, diese Subventionen gibt es jetzt nicht mehr. Und das will natürlich der ÖVP-Chef und Bundeskanzler vor der Nationalratswahl nicht laut sagen. Aber das gehört schon auch dazu, sozusagen zu einem abgezirkelten Wirtschaftsprogramm, dass man zumindest ein wenig verlauten lässt, was realistisch ist, was geht und was nicht geht. Und woher er die 3,5 bis 4 Milliarden nehmen will, ist mir nach diesem Gespräch immer noch nicht klar. Herr Professor Filzmaier, hat Sie am heutigen Auftritt von Karl Nehammer etwas besonders überrascht? Nein, gar nicht. Selten war eine Strategie so erwartbar. Die ÖVP plakatiert ja Politik der Mitte. Und Karl Nehammer hat sich dafür ein Strategiekonzept vom früheren US-Präsidenten Bill Clinton abgeschaut. Das beruht darauf, der englische Begriff ist Triangulation, dass man sich selbst an der Spitze eines Dreiecks zu positionieren versucht. Und die politischen Gegner werden als rechts oder links außen dargestellt. Also eine extreme Rechte wäre hier laut Nehammer Kickl, und er hat das ja auch angesprochen. Und links im Eck wäre der Marxist Babler. Das ist an sich, weil sich ja viele Wähler in der Mitte verorten, ein vielversprechendes Konzept, nur es hapert in der Umsetzung gewaltig. Erstens, jeder Vergleich von Karl Nehammer mit einem der größten Kommunikationstalente der Politikgeschichte, nämlich Bill Clinton, der endet für Nehammer irgendwo zwischen unglücklich und desaströs. Zweitens, von Clinton war das ein Konzept gegen die rechtskonservativen und sehr christlich-religiös orientierten Republikaner.
Republikaner. Das ist natürlich für Nehammer nicht die Zielrichtung, gegen eine christdemokratische Partei, der ja selber vorsteht, hier zu kommunizieren. Und drittens, die Politik der Mitte muss natürlich mit Inhalten unterfüttert werden. Aber bei Themen hier im Sommergespräch, wie bei der Wirtschaftspolitik, wie bei der Zuwanderungspolitik, hat er klar rechte Positionen bezogen. Gab es denn eine erkennbare zentrale Botschaft, die Nehammer in diesem Gespräch unbedingt drüber bringen wollte? Ich denke, zunächst einmal, ich möchte Kanzler sein und Kanzler bleiben. Das ist einmal das Erste. Ich bin davon überzeugt, dass ich Erster sein werde. Das ist mir schon aufgefallen. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist immer diese nennen wir es Mitte-Positionierung. Also dieses Bemühen einer Redlichkeit. Ich glaube, dieses Wort ist 5, 6 Mal gefallen. Redlich sein und Dings. Da halt wirklich auch versuchen zu zeigen, hier handelt es sich um einen ehrlichen Makler der Politik, der für die Leute da ist, der konstruktiv ist, der sich Dinge gut überlegt, im Gegensatz eben zum großen Konkurrenten Herbert Kickl, den er ja nur mit Mühe am Ende des Gesprächs namentlich genannt hat. Also das hat er wirklich sehr lange vermieden. Und das, glaube ich, war für mich die zentrale Botschaft. Ich kann es, ich habe es schon gemacht und ich will es weitermachen. Sehr allgemein geblieben ist Nehammer auch beim Thema Klimapolitik. Er hat zwar bekräftigt, dass mit der ÖVP weder am Dieselprivileg noch am Pendlerpauschale gerüttelt werde. Es brauche beim Umweltschutz keine zentralen Vorgaben, sagt er, sondern? Ich glaube, dass wir Aufholbedarf haben, in Technologieoffenheit noch mehr in Forschung investieren müssen. Ich glaube, das Entscheidende ist, nicht durch Beschränkung den Fortschritt zu erreichen, sondern durch Ermöglichen und Zulassen in dem gleichen Ziel, Klimaschutz tatsächlich zu verwirklichen, aber eben mit Technologieeinsatz, mit mehr Möglichkeiten, mit Forschungsinnovation, was auch dem Wirtschaftsstandort Österreich gut tut. Was war denn hier die Strategie des ÖVP-Chefs? Zielgruppenorientierung und niemanden wehtun oder von niemanden etwas verlangen, was unangenehm sein könnte. Standardfrage der Wahlforschung ist, was diskutieren die Wählerinnen und Wähler am meisten? Da war beim letzten Mal Umwelt ein Top-Thema, aber nicht unter den ÖVP-Wählerinnen und Wählern. Da war Wirtschaft viel weiter vorne. Und Karl Nehammer hat auch sofort vom Umwelt- und Klimathema wieder auf das Wirtschaftsthema umgeleitet. Und hinsichtlich dessen, was man gegen den Klimawandel tun soll, hat er von Technologien gesprochen, die heute noch keiner kennt, die aber das wieder lösen sollen, was frühere industrielle Technologien ausgelöst haben, nämlich Umweltzerstörung und eben eine Klimaveränderung. Das tut aber niemandem mehr. Wehtun würde es, wenn man eine Verhaltensänderung erwartet, weniger Autofahren, Energiesparen oder was auch immer. Und da wollte von der ÖVP-Wählerschaft als Zielgruppe niemand irgendwie was abverlangen, was unangenehm sein könnte. Wenig überraschend war ein zentrales Thema des Gesprächs auch die Zuwanderungspolitik, die Migration. Nehammer hat ja sehr auf Asylabkommen mit Drittstaaten gesetzt. Gab es hier irgendwelche Neuigkeiten? Also für mich war da nichts Neues dabei. Das war eigentlich alles Dinge, die ohnehin schon auf dem Tisch liegen, die ÖVP-Strategie sind. Ich denke, auch hier ist es also so relativ unkonkret, wie es bei der Wirtschaft war und beim Klima, so relativ unkonkret ist es dann letztlich auch in den Details, wie man so eine strikte Asylpolitik auch wirklich umsetzen will. Weil ob das alles funktioniert mit Drittstaatenabkommen, das wird man sehen. Wirklich positive Beispiele dafür gibt es ja nicht. Bemerkenswert war, dass sich der Grundton im letzten Teil des Gesprächs dann doch deutlich geändert hat, als Martin Thür nämlich nach dem jüngsten Expertenbericht zur Justiz gefragt hat und zu möglichen Interventionen der ÖVP beim einstigen Sektionschef Bilnacek, von denen auch dessen Witwe gestern der Tageszeitung Die Presse erzählt hat. Wer ist denn die ÖVP, von der da gesprochen wird? Das müssen Sie Caroline Liss fragen, aber es waren offenbar Vertreter der ÖVP. Oder Sie, bevor Sie es hier im Fernsehen zitieren, weil dann war ich schon Redlichkeit der Recherche. Wer soll das gewesen sein? Herr Thür, noch einmal, hier geht es um schwerwiegende Unterstellungen und Behauptungen. Ja. Und ich habe jetzt von Ihnen keinen Beweis gesehen, die irgendwie erhärten. Also jetzt frage ich mich, was meinen Sie damit, wenn Sie aus einem Zeitungsartikel zitieren, dass das in irgendeiner Folge eine Aussage treffen soll über die Volkspartei? Also es hat nicht muss mit diesen Generalverdächtigungen aufhören, sowohl gegenüber den Staatsinstitutionen, über den Menschen, die einen Eid geleistet haben auf die Republik und in ihrer Dienstpflicht und genauso auch gegen die Volkspartei, die ständig irgendwo in die Ziehung kommt.
In diesen Passagen zur Justiz war Nehammer ziemlich emotional. Er hat Martin Dürr auch unterstellt, dies das Vertrauen in die Institutionen des Staates zu untergraben mit seinen Fragen. War das so geplant, denken Sie, oder ist ihm das passiert? Ich fürchte, das war so geplant, genauso wie es bei Kickl geplant war und genauso wie auch Babler es nicht unterlassen konnte. Hier quasi immer, wenn es unangenehm wird, dann geht man in die Offensive und zwar auf eine Art und Weise, dass man den Journalismus und die Journalisten und Journalistinnen angreift. Und das finde ich zum Beispiel persönlich unredlich, weil ich mir denke, okay, liebe Leute, das gehört auch zu unserem Job dazu, dass wir die unangenehmen Fragen stellen. Aber da geht es auch so ein bisschen darum, auch so die quasi Unabhängigkeit und Autorität von seriösen Journalistinnen und Journalisten ein wenig zu untergraben. Und das finde ich demokratiepolitisch nicht in Ordnung. Wie heikel ist denn dieses Thema, die seit mittlerweile Jahren laufenden Ermittlungen der Justiz gegen Parteifunktionäre für die ÖVP bei dieser Wahl? Es ist überraschend wenig ein Thema, wenn man bedenkt, was die ÖVP da im Wahlkampfrucksack noch alles mitzuschleppen hat. Der Bundeskanzler Nehammer würde, um sein Lieblingswort zu verwenden, sagen, es ist redlich darauf zu verweisen, dass zahlreiche Ermittlungen gegen ÖVP-Politiker eingestellt wurden. Das ist wahr. Es ist aber auch redlich darauf hinzuweisen, dass die ÖVP nach dem Verbändegesetz immer noch als Beschuldigter in strafrechtlichen Untersuchungen geführt wird. Es ist auch richtig, dass in erster Instanz nicht rechtskräftig der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilt wurde vor Gericht. Und um das konkret zu machen, weil ja auch Karl Nehammer sich beschwert hat, das wären nur Generalverdächtigungen, ich kann die Vorwürfe nicht überprüfen, aber dass interveniert wurde bei der Justiz, richtet sich zum Beispiel gegen den ehemaligen Innenminister Sobotka und auch Nationalratspräsident war er. Der das natürlich kategorisch dementiert und selbstverständlich ging es im Sommergespräch auch um eine mögliche Koalition der ÖVP mit den Freiheitlichen nach der Wahl. Der ÖVP-Chef hat eine Regierung mit Herbert Kickl neuerlich klar ausgeschlossen, aber diese Abgrenzung gilt ganz offensichtlich nur für den aktuellen FPÖ-Chef. Herbert Kickl ist ein Politiker, der sich total abgewandt hat von dem Thema politische Verantwortung. Er ist nicht willens, auch seriös über Zukunftsfragen zu diskutieren, sondern er macht Angst. Angst ist seine Triebfeder. Er lebt eben in diesen Verschwörungstheorien und er macht sie nicht mehr nur parteipolitisch als Kalkül, sondern er glaubt ja auch wirklich offensichtlich selbst daran. Sie unterscheiden hier zwischen Herbert Kickl und der Partei, aber ja, tatsächlich sind ja praktisch alle in der FPÖ der gleichen Meinung wie Herbert Kickl. Was unterscheidet denn inhaltlich Udo Landbauer, mit dem Sie in Niederösterreich regieren, von Herbert Kickl? Da passt ja kein Löschblatt dazwischen. Die FPÖ ist eine sehr heterogene Partei, Gott sei Dank. Es gibt sehr viele Vernünftige in der FPÖ, genauso wie in der SPÖ. Ein klares Nein zu Herbert Kickl, kein Nein zur FPÖ. Das ist aber jetzt nicht weiter überraschend, das ist seit Monaten die Linie der ÖVP, oder? Ja, aber dazwischen war eine Kleinigkeit, nämlich die Präsentation des FPÖ-Wahlprogramms. Und wenn man sich das ansieht, was da drinnen steht, zum Beispiel eine Meldestelle gegen Lehrer, die politisieren, was auch immer das sein soll, keine medizinische Versorgung für Asylwerber, Notgesetze gegen Asyl, verfassungsrechtlich ausgesprochen bedenklich und so weiter und so fort, das sind Dinge, die tatsächlich in ihrer Extremität bedenkenswert sind. Und das ist nicht nur das Programm des Herbert Kickl, sondern das ist das Programm der FPÖ. Und das weiß Karl Nehammer, das weiß die ÖVP natürlich genau. Da steht ein Heimbuchner genauso dahinter wie ein Landbauer, wie eben auch ein Kickl, wie auch eine Frau Swatzek. Also da kann man nicht unterscheiden. Und es ist tatsächlich so, dass diese, entweder man will nicht diese Art von Politik haben, dann muss man das aber größer fassen und nicht nur auf Kickl beziehen. Oder man kokettiert doch mit einer möglichen Koalitionsvariante. Frage an den Politologen, eine wie heterogene Partei ist die FPÖ? Die FPÖ ist derzeit sehr homogen mit dicht geschlossenen Reihen. Früher hat man unterschieden zwischen einem liberalen und einem nationalen Flügel der FPÖ. Da ist geblieben nur der letztere, der von national bis nationalistisch reicht. Die FPÖ hat auch wilde Streitphasen hinter sich, aber immer nur dann, wenn sie keine Erfolgsaussichten hatte und irgendwie perspektivenlos schien. Jetzt ist man hinter Herbert Kickl vereint. Er wurde beim letzten Bundesparteitag mit 91% der Stimmen gewählt und auch der
das Wahlprogramm der FPÖ wurde ja nicht in einer knappen Kampfabstimmung beschlossen, sondern da waren alle dafür. Und ich kann an die Petra Stoiber anknüpfen. Bei den Aussagen von Herbert Kickl im Vergleich zu den Landeshauptmann, StellvertreterInnen oder Landbau in Niederösterreich und Zwarzeck in Salzburg findet man eine einzige Abweichung. Da ging es um die Annahme der Erhöhung der Politikergehälter. Da waren die Landespolitiker dafür und Kickl wollte das nicht. Aber das ist keine ideologische Grundsatzfrage. Ansonsten vertritt man genau das Gleiche. Nun ist es ja ein zentraler Wahlkampfinhalt der SPÖ, dass die ÖVP schon ohnehin fix eine schwarz-blaue oder blau-schwarze Koalition nach der Wahl plane. Konnte man das aus diesem Gespräch herausholen? Das glaube ich persönlich nicht und ich habe es auch nicht herausgehört. Ich glaube, die ÖVP prüft einfach ihre Optionen. Ich meine, im Grunde genommen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist sie in einer bequemen Position. Egal, welche Art von Regierung es geben wird, die ÖVP wird immer dabei sein, weil ohne sie wird es keine Mehrheit geben. Und ich glaube, man hält sich einfach alle Tore offen. Ja, man hat wiederholt erklärt, auch jetzt im Sommergespräch wieder, sein Ziel ist es, Erster zu werden. Nach derzeitigem Stand, wie realistisch ist das und welche Koalitionsoptionen würde ihm das eröffnen? Es ist für alle drei der führenden Parteien noch möglich, Erster zu werden. Die ÖVP liegt je nach Umfrage, aber manchmal auch innerhalb der Schwankungsbreite mit der FPÖ. Vor allem aber sind noch circa ein Fünftel der Wählerinnen und Wähler unentschlossen. Die schwanken nicht mehr zwischen allen Parteien, aber eben noch zwischen zwei. Und da kann das Pendel auch zugunsten der ÖVP noch ausschlagen. Ich stimme natürlich Petra Stoiber zu, dass die ÖVP in allen Regierungsvarianten irgendwie dabei ist, die denkmöglich sind und deshalb ruhig schlafen kann. Nur für Karl Nehammer stimmt das nicht. Wenn er Zweiter hinter der FPÖ wird und es sollte eine FPÖ-ÖVP-Koalition geben, dann ist sie ohne ihn. Wenn er nur Dritter wird hinter FPÖ und SPÖ und es sollte eine Dreiervariante geben, SPÖ, ÖVP und Grüne oder Neos, dann ist es wahrscheinlich auch ohne ihn. Aber besser fehlt's mir, Frau Stoiber, vielen Dank für die Analyse. Und die ausführliche Analyse zum letzten Sommergespräch gibt es wie jeden Montag gleich nach der ZIB 2 auf ORF 3. Heute unter anderem mit Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und mit IHS-Chef Holger Bonin. Und damit wechseln wir nach Deutschland, wo die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen die Politik nachhaltig erschüttern. Für die Parteien der linksliberalen Ampelkoalition in Berlin war der Wahltag gestern ein Debakel. Während die extrem rechte AfD in beiden ostdeutschen Ländern mehr als 30% erreicht hat, im kleinen Thüringen ist sie jetzt sogar die stärkste Partei. Das neue linksnationale Bündnis von Sarah Wagenknecht liegt jeweils auf Platz 3 und das macht die Regierungsbildung jetzt ziemlich komplex. Keine Partei will mit der AfD regieren und die CDU nicht mit den Linken. Ohne das Wagenknecht-Bündnis gibt es da kaum eine Mehrheit, wie Andreas Pfeiffer berichtet. Am Tag 1 nach dem heftigen Ruck nach rechts folgt eine Gegenbewegung. In Weimar bereiten sich Aktivisten aus dem linken Spektrum auf eine Demonstration gegen die AfD vor. Es war die Rede davon, dass gestern. Als wir ihre Argumente hören wollen, wird uns unsere Gesprächspartnerin plötzlich entzogen. Dann wird der ORF dem rechten Lager zugeordnet. Wir wissen auch schon, dass Teile der rechten Medien auch hier sind, zum Beispiel hier. Genau, wir wollen mit Ihnen keine Interviews geben und wir wollen uns auch nicht auf Tricks einlassen, uns in Fangfragen in Interviews verstricken zu lassen. Am Ende wird mein Kameramann von den Demonstranten abgeschirmt. Wir nehmen es als Zeichen der aufgeheizten Stimmung nach der Wahl. Bitte mal freimachen. Allerdings verfügt auch AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke über eine sonderbare Haltung zur Pressefreiheit. Zur Wahlparty seiner Partei waren gestern keine Journalisten zugelassen. Der AfD gelten öffentlich-rechtliche Medien, auch der ORF als Vertreter der Lügenpresse. Die Deutung seines Wahlsieges hat Höcke dann aber doch vor laufenden Kameras preisgegeben. Die Menschen wollen dieses Kartellparteienwesen im Osten nicht, weil sie das an das Blockparteiensystem der DDR erinnert. Und ich möchte an der Stelle mal daran erinnern, dass es schon mal ein Regime gab, das sich gegen die Demokratie und das Volk eingemauert hat. Und das Ende ist, glaube ich, bekannt. Nochmal, es muss Veränderung geben. Veränderung steht nun auch im Thüringer Landtag bald auf der Tagesordnung. Hier wird für die neuen Mandatare schnell ab- und umgeräumt, auch politisch. CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt will Thüringens Ministerpräsident werden. Dafür braucht er eine Koalition mit dem neuen Bündnis von Sarah Wagenknecht und mit der alten Linkspartei. Die CDU im Bunde mit links außen, gestern unvorstellbar, heute denkbar.
Vogt übt Zuversicht. Wir haben gekämpft in den letzten Wochen und gemeinsam haben wir es geschafft. Die CDU ist zurück als die stärkste Kraft der politischen Mitte. Rot-Rot-Grün ist abgewählt. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Auch wenn Björn Höcke keine Regierungsmacht erhält, hier im Erfurter Landtag kann er mit seiner Sperrminorität Blockadepolitik betreiben. Vor allem aber die Normalisierung des Radikalen wird Folgen haben. In Thüringen, in Sachsen, wohl auch in Berlin. Zu den Befunden dieser Wahlen zählt, dass die AfD heute auch eine Partei der Jugend ist. Bei den unter 30-Jährigen war sie mit Abstand die stärkste Kraft. Dennoch fürchten nun viele, dass das ewig Gestrige Geschichte schreibt. Das ukrainische Militär hat mit einem Drohnenangriff eine russische Raffinerie am Stadtrand von Moskau in Brand gesetzt, nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt. Wir müssen den Krieg dorthin bringen, von wo er zu uns gebracht wurde, sagt Präsident Selenskyj dazu. Auch der ukrainische Vorstoß in der russischen Region Kursk verlaufe nach Plan. Das sieht der russische Präsident Putin völlig anders. Seine Armee würde jeden Tag neue ukrainische Gebiete erobern, sagt Putin heute. Russische Raketen waren auch wieder Richtung Kiew und auf andere ukrainische Städte abgefeuert, wo heute die Ferien zu Ende gegangen sind. Thomas Heuss berichtet. Sie gehören zum Straßenbild. Raketentrümmer sind alltäglich geworden in Kiew. Kaum jemand nimmt mehr Notiz davon. Aber heute ist ein besonderer Tag, Schulbeginn. Der erste Schultag für dieses kleine Mädchen nach russischen Angriffen. Ich habe in der U-Bahn Blumen für meine kleine Erstklässlerin gekauft, sagt sie. Da gab es Luftalarm. Wir haben abgewartet, bis wir wieder rauskommen. Auch diese Volksschule hat einen Treffer abbekommen, möglicherweise von Trümmern abgeschossener Raketen. Die Vorfreude auf den ersten Schultag erstickt in der bitteren Realität dieses Kriegs. Wir sind hierher gekommen mit unseren Kindern, um den Schulbeginn zu feiern. Wir wohnen in der Nähe, haben in der Früh heftige Explosionen gehört. Aber dass die Schule getroffen worden ist, haben wir nicht mitbekommen. Kriegsleid zu Schulbeginn auch in den russischen Grenzregionen. Mehrere Häuser werden von ukrainischen Drohnen getroffen, darunter auch ein Kindergarten, heißt es offiziell. Eine Person sei verletzt worden. Wir werden immer wieder beschossen. Letztes Jahr ist an meinem Geburtstag unser Haus abgebrannt. Heute wurde mein Auto zerschossen. Wir haben uns in letzter Sekunde retten können. Moskau veröffentlicht auch diese Bilder vom ersten Schultag in der Region Kursk, wo eine ukrainische Bodenoffensive läuft. Die Schule ist in Schutzräume übersiedelt. Wir haben außerordentliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um ordnungsgemäß in das neue Schuljahr starten zu können. Die Sicherheit für unsere Schülerinnen hat oberste Priorität. Das betont auch Präsident Putin heute beim Besuch eines Städtchens in Sibirien. Wir denken an eure Altersgenossen in Kursk, Bryansk und Belgorod, die unter ukrainischer Aggression leiden, sagt er in einer Schule. Unsere Streitkräfte werden sie schützen. Aber ungeachtet des ukrainischen Eindringens auf russisches Territorium, unser Vormarsch in der Ostukraine geht weiter. Pokrovsk im ostukrainischen Donetsk wird evakuiert, auf Anordnung aus Kiew. Vor der strategisch wichtigen Stadt stehen russische Truppen, rücken nach eigenen Angaben immer näher. Wir halten dagegen, heißt es von der ukrainischen Führung. Präsident Selenskyj besucht mit seinem Gast, dem niederländischen Regierungschef, eine Schule in Saporischschja, nur 40 Kilometer von der Front entfernt. Die Klassen sind in Schutzräumen im Keller. Die Botschaft, wir halten auch im Krieg den Schulbetrieb aufrecht, garantieren größtmögliche Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler. Dem niederländischen Premier, der die Lieferung von Waffen und F-16-Kampfjets verspricht, sagt Selenskyj, den russischen Vorstoß im Osten habe man stoppen können, zumindest vorübergehend. Doch er räumt auch ein, Moskau konzentriert weiterhin seine Truppen im Donbass. Die ukrainische Offensive in Kursk habe bis jetzt nicht die gewünschte Entlastung gebracht. Und weil wir heute später begonnen haben, müssen wir uns leider schon an dieser Stelle von allen verabschieden, die wir Dreisat dabei sind. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien.
Wir kommen aber noch mal zurück nach Österreich. In der Stadt Gensandorf, nordöstlich von Wien, ist heute Nachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Etwa 20 Häuser einer Wohnsiedlung mussten evakuiert werden. Es sind mehr als 30 Feuerwehren im Einsatz. Der Brand ist zwar mittlerweile unter Kontrolle, aber die Löscharbeiten sind schwierig und werden noch die ganze Nacht überdauern, wie Johannes Schmeigerlunder berichtet. Nur 35 Liter pro Quadratmeter hat es laut ORF-Wetterredaktion seit 1. Juli in Gensandorf geregnet. Das ist nur ein Viertel vom langjährigen Schnitt. Der Boden ist also extrem trocken und nun verbrannt. Aus der Luft wird das Ausmaß der Zerstörung erst so richtig sichtbar, das der Brand heute angerichtet hat. 100 Hektar Wald und Wiesen standen zwischenzeitlich in Flammen, aber alles der Reihe nach. Am frühen Nachmittag wird die Feuerwehr zu einem sogenannten Flurbrand alarmiert, also einem Brand am Boden auf offener Flur. Angefacht durch den Wind breitet sich dieser rasch aus und greift auf den Wald über. Irgendwann hat die Polizei bei allen angeklopft, hat gesagt, macht euch bereit zum Evakuieren. Und eine halbe Stunde, Stunde später ist es dann wirklich losgegangen. 20 Häuser in der Nähe des Waldes müssen wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Der Feuerwehrkommandant spricht am Abend von großem Glück im Unglück. Es ist uns kurz über die Straße rübergelaufen in Richtung eines Gestüts und von Wohnhäusern. Wir haben das aber massiv abdecken können, haben jetzt das Feuer auf das Gebiet abgeriegelt. Mehr als 230 Feuerwehrleute von 34 verschiedenen Feuerwehren standen im Einsatz. Am Abend konnten die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Zum Glück können wir wieder ins Haus. Es ist schon angenehm, wenn man weiß, das ist gebannt, es ist das Haus in Ordnung, es ist nichts passiert, das ist schon sehr beruhigend zum Glück jetzt wieder, aber es war nicht lustig, es war keine angenehme Situation. Erleichtert, wir haben uns extreme Sorgen gemacht, natürlich, es wäre alles nicht schön geworden, ja. Und ich bin froh, dass es jedem hier gut geht. Was schlussendlich der Auslöser für das Feuer war, ist noch unklar. Auch am Abend war die Feuerwehr noch dabei, Glutnester zu löschen. Der Einsatz werde aber sicher noch bis morgen andauern, heißt es. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag im Überblick. In Israel haben heute Hunderttausende Menschen für einen Deal zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen protestiert. Die Wut auf die Regierung unter Benjamin Netanyahu wächst. Es waren die größten Massenproteste seit Kriegsbeginn. Der deutsche Autobauer VW verschärft seinen Sparkurs und schließt zum ersten Mal seit Jahrzehnten Werksschließungen und Kündigungen in Deutschland nicht mehr aus. Eine mit dem Betriebsrat geschlossene Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung soll aufgekündigt werden, heißt es in einer internen Mitteilung. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigen Widerstand an. Die Arbeitslosenzahlen sind im August weiter gestiegen. 352.000 Menschen waren beim AMS gemeldet, um 10% mehr als im Vorjahr. Vor allem die Flaute in der heimischen Industrie belastet den heimischen Arbeitsmarkt. Aber auch am Bau ist die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich stark gestiegen. Die Strompreiserhöhung des Verbund im Mai 2022 war laut Oberlandesgericht Wien rechtlich unzulässig. Kundinnen und Kunden bekommen deshalb jetzt Geld zurück. Der Verbund will die Betroffenen in den kommenden Wochen schriftlich darüber informieren, wie viel Geld ihnen zusteht. An dieser Stelle jetzt noch zwei Hinweise. Die Zeit im Bild gibt es seit heute auch auf YouTube. Auf unserem neuen Kanal gibt es ab sofort die Highlights aus den aktuellen ORF-Infosendungen und jeden Donnerstag ein eigens für YouTube produziertes Erklärformat. Zu finden alles unter youtube.com/@ORF-Zeit-im-Bild. Und seit heute ist auch eine neue Folge unseres Podcasts der Professor und der Wolf online. Peter Filzmeier und ich versuchen die wichtigsten Fragen zur Nationalratswahl am 29. September zu klären, überall wo es Podcasts gibt und zum Anschauen auch auf YouTube. Und anschauen, das tun wir jetzt noch schnell, die Wetterkarte. In Serbien und Ungarn sind morgen die europaweit höchsten Temperaturen zu erwarten. Aber auch in Ostösterreich bleibt es bei für Anfang September rekordverdächtiger Hitze. Morgen scheint wieder in allen Landesteilen die Sonne, speziell über den Bergen des Westens entstehen Gewitter. Im heißen Osten und im Bergland frischt der Wind auf. Am Mittwoch und am Donnerstag tauchen von Westen und Südwesten her immer mehr Gewitter auf, trotzdem kommt es weder zu einer grundlegenden noch zu einer nachhaltigen Wetterumstellung.
Und hier in ORF2 geht es jetzt weiter mit einem Kulturmontag-Spezial zu Erich Kästner. Vor 50 Jahren ist er gestorben. Seine Klassiker der Kinderliteratur wie Emil und die Detektive oder das doppelte Lottchen sind unsterblich. Eine Spieldokumentation zeigt Erich Kästner als Pazifisten und widerständigen Kopf, der sich mit den Nazis angelegt hat und mit ansehen musste, wie seine Bücher verbrannt wurden. Und im Anschluss zeigt der Kulturmontag noch den Spielfilm Erich Kästner und der kleine Dienstag. Das war die ZIP 2 für diesen Montag. Von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.